is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Gott ruft zur Reform auf. Und er wird vor ihm hergehen, in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Johannes der Täufer ging im Geist und in der Kraft Elias voran, um dem Herrn den Weg zu bereiten und die Leute zur Gesinnung von Gerechten zu bekehren. Er steht stellvertretend für alle da, die in diesen letzten Tagen leben und denen Gott heilige Wahrheiten anvertraut hat, die sie den Menschen darlegen sollen, um den Weg für die Wiederkunft Christi zu bereiten. Alle, die den Weg für die Wiederkunft Christi vorbereiten sollen, werden durch Elia repräsentiert, genauso wie auch Johannes im Geist des Elia kam, um den Weg für das erste Kommen Christi vorzubereiten. Für das große Thema Reform muss intensiv gearbeitet werden. Das Denken der Öffentlichkeit soll aufgerüttelt werden. Die Mäßigkeit auf allen Gebieten soll mit der Botschaft verknüpft werden, damit sich das Volk Gottes von seinem Götzendienst, von seiner Völlerei und seiner Extravaganz in der Kleidung und anderen Dingen bekehrt. Die Selbstverleugnung, Demut und Mäßigkeit, die von den Gerechten gefordert wird, also von Menschen, die Gott besonders führt und segnet, soll den Leuten im Gegensatz zu den extravaganten, gesundheitsschädlichen Gewohnheiten derer dargestellt werden, die in diesem entarteten Zeitalter leben. Gott hat gezeigt, dass die Gesundheitsreform mit der dritten Engelsbotschaft genauso eng verknüpft ist wie die Hand mit dem Körper. Es gibt für die körperliche und sittliche Entartung keine andere so bedeutende Ursache wie die Vernachlässigung dieses wichtigen Themas. Alle, die den Lüsten und den Leidenschaften frönen und ihre Augen dem Licht gegenüber verschließen, weil sie fürchten, sie könnten ihre sündigen Leidenschaften erkennen, die sie nicht aufgeben wollen. All diese Menschen machen sich vor Gott schuldig. Die Vorsehung führt das Volk Gottes aus den extravaganten Lebensgewohnheiten hinaus, weg von der Hingabe an die Begierden und Leidenschaften, damit sie sich auf die Plattform der Selbstverleugnung und der Mäßigkeit in allen Dingen stellen. Das Volk, das von Gott geführt wird, wird ein ganz besonderes Volk sein. Es wird nicht wie die Welt sein. Doch wenn sie sich von Gott führen lassen, dann werden sie seine Absichten erfüllen und ihren Willen dem Seinen unterordnen. Christus wird im Herzen wohnen. Euer Körper, sagt der Apostel, ist der Tempel des Heiligen Geistes. Are you